Oder? Herr Wischmann. Das zeige ich euch vorne. Und ich muss was zeigen? Sie können einfach nochmal das mir erzählen, dass Sie hier oder nicht. Ach so, ja. Also. Gehen Sie noch ein paar Schrittchen rein. Ja, ich gehe noch. Also. Das hier ist jetzt mein Ballettsaalersatz und hier werde ich oder mache ich immer die Tanzpassagen, wenn ich die Musik höre, dann tanzt es in mir und dann überlege ich die Schritte, bewege mich nach der Musik und wenn es etwas Flottes ist, dann wird flott getanzt und weiter und zack. Und zack. Und dann die Männer, da muss ich auch Männer machen, ne? Und die Größen. Und hey, hier bin ich. Aber dann wieder die Mädchen, das muss Charme haben. Das muss sich auch ein bisschen gut verkaufen. Ja, es ist also nicht nur, dass man marschiert, ich bin das Mariechen. Nein, wenn ich marschiere, dann marschiere ich und dann stehe ich. Hört sich alles ein bisschen blöd an, aber so muss das sein. Musketiere ist immer beliebt. Gab es immer, wird es immer geben. Robin Hood. Robin Hood ist auch ein mega beliebtes Kostüm. Immer schon gewesen. Gegenüber sind diese sexy Kostüme. Das hier wird immer, immer mehr. Wir haben noch nie so viele sexy Raubtiere gehabt wie in der letzten Saison. Die sind auch schön. Wenn man jung ist und schlank, da sind die Öhrchen immer noch bei. Das ist für junge, ja nicht nur, aber überwiegend für junge Frauen. Und dann haben wir den Uniformbereich. Das fängt mit Police an. Deutsche Polizei will auch keiner werden, aber amerikanischer ist immer cool. Hier die 70er, 60er, 70er, Flower Power. Das ist 80er, das ist alles so plakativ. 80er ist Disco. Ende 80er fing Disco, Glitzer, Pailletten an. Das ist bunt und witzig und lustig. Und es macht mega Spaß, den anderen zu sehen, wie bescheuert der angezogen ist. In der Regel nehme ich 3 Kostüme. Ich weiß aber, das Erste, was ich im Auge habe, was das Beste für die ist, das nehmen die im Endeffekt auch. Da kriegen sie noch 2 Alternativen. Rechts oder links und dann mache ich das Licht aus. Ganz ruhig.
und an nichts Böses denken. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Füße abwinkeln. Füße, nicht die Beine. Die Füße. Und 10 cm abheben und den Kopf auf das Brustbein. Halten. Spannung, das ist für die Bauchmuskulatur. Das ist sehr wichtig. Ganz wichtig. Ein bisschen höher. Ja, so geht es gut. Ja, feste. Ja, gut. Sehr schön. Ja. Feste. Und wenn es meint, es geht nicht mehr, es geht noch, es geht noch, es geht noch. Feste. Schön durchhalten, nicht so wackeln. Schön mit dem Popo hoch. Dann geht auch ein bisschen hier weg. Ja, so ist das gut. Und wieder nach oben strecken. Nach oben strecken. Sieht aber bedenklich aus, ne? Und wieder hoch. Ich will eine Choreografie machen für diese Tanzgruppe. Dazu muss ich aber erst mal sehen, was ist nun da an Potenzial? Was kann ich machen? Kann ich viele Hebungen bringen? Kann ich tanzen? So, ich hole die Musik. Oh, Bandsalat. Aber ich habe es noch mal. Wo ist es? Achtung, die kommt dreimal. Wir machen es dreimal hintereinander. Könnt ihr auch sehen, wie lang euer Atem ist. Und ihr werdet auch ein bisschen ruhiger. Denn man ist ja auch aufgeregt, wenn man eine Rede hält, eine Büttenrede. Zu den Reden. Es ist unbedingt erforderlich, dass eure Reden, die ihr für den Herbst dieses Jahr plant, die sollten eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt fertig sein. Wenn jemand jetzt noch keine Rede hat, keine neue Rede hat, dann wäre es aber dringend notwendig, die möglichst bald sich zu besorgen. Okay. Und Ziel ist erstmal, beim letzten Treffen vor den Sommerferien, sollen die Reden so weit fertig sein, dass ihr uns die in einem kleinen Gremium vorführen könnt. Es soll ja unterm Strich, deswegen sind wir ja hier, dabei rauskommen, dass sich der ein oder andere von euch als Redner für den Karneval präsentieren möchte. Und da muss man schon was bringen. Und das wollen wir ja mit euch hier üben. Keiner da. Hallo. Margot. Hi.
Ich will gerne zahlen, mein 60. Ja. Und hast du auch Wuchs oder sowas? Nein, aber auf der da sind noch vier. 184,80. Perfekt. Kann ich zahlen. Dann machen wir für 180 Stammgäste so Karnevalsdeckel. Und die nehmen den Deckel immer mit nach Hause. 7 Tage lang. Wenn die alle nicht wiederkommen, dann ist das eine feindliche Übernahme. Dann sind wir pleite. Ein herrlicher Fastelovend. Fast jeden Tag, ja? Fast. Siehst fit aus dafür. Ja. Ja. Also wenn ich durch die Stadt gehe, dann heißt das immer, ach, die Frau Holunder. Da wissen ja schon immer, wie scheiße, ich weiß ja deren Namen dann auch nicht, weil ich ein scheiß Gedächtnis habe. Aber man ist bekannt wie ein bunter Hund. Als wir sagten, wir hören auf, ratzfatz, kamen reihenweise Leute, wir haben ja Hut, ihr hört ob, und ich, woher? Und zack. Ja, nach Karneval, direkt am nächsten Tag. Wir machen am 28.02. Schluss und gleich am nächsten Tag geht's weiter. Ja, muss ja kommen und... Ohne uns. Ohne uns. Na, dies Jahr nicht mehr. Nee. Alles nächstes Jahr. Wenn man jetzt immer... Oh, ich darf jetzt ganz fangen zu kommen, jetzt an zu heulen. Wenn man immer weitermacht... Wenn man immer weitermacht, dann... Dann hat man das. Dann hat man nichts mehr davon, ja. Nein. Ist sie kaputt. Tu mir den Gefallen, bitte. Achtung! Und immer hey rufen. Und jetzt tanzen die Mädchen. Und gehen zur Seite. Und jetzt kommen die Jungen. Laufen. Und jetzt kommen die Mädchen wieder dazu. Hey, hey, hey. Und jetzt auf der Überleitungsmusik, da kommen jetzt die alle Mädchen vor und die stehen alle drei auf den Händen. Salto. In der Mitte auch noch Salto und Schlussbild. Und alle. Dreht euch nach vorne und so gestreckter Salto und Salto geworfen. Da machen wir alles. Und Schluss. Wir machen 2 Reihen. So. Füße. Füße und Füße und die Arme und Füße. Jetzt und Füße und zack und nicht nach hinten fallen und hoch. Nein, hört, habt ihr irgendwas in den Ohren? Tief hoch. Moment, die Fußspitze, die muss gestreckt sein. Komm du mal vor, lass die mal dahinter. So, jetzt kannst du nämlich mal abgucken. Es nutzt nichts, wenn du hier vorne stehst und machst es falsch. Ich habe einen guten Eindruck. Es sind zwar einige noch zu dick, muss man schon sagen. Und die müssen abnehmen und wenn das nicht geht, müssen sie draußen bleiben. Das geht nicht, ne? Und ich meine, wenn die auch gehoben werden und die sind alles, was über 50 Kilo wiegt, zählt doppelt für den Jungen. Ne? So, warte, kurze Rede, langer Sinn. Die wollen den eigentlich weg von seiner Schulrede haben.
Aha. Weil ich langsam in das Alter komme. Mit. So, und dann hast du doch erzählt, dass du das Ding hast, oder dass du die, dass, wo diese Ponten hintereinander kommen. Ja, ich habe mir damals eine Rede geschrieben. Ja. Das müsste man dann nur umfrickeln. Der kennst du auch sicher schon, der Witz, ne? Also du musst dann eben mit deiner Freundin, wie alt bist du denn da in der Büttenrede? Ja, der so, ist so alt, wie du jetzt bist. Ja, man kann ja auch ein bisschen fuggeln, ne? Man kann ja einen auch ein Jahr älter machen. Aber das muss schon ja dann im Rahmen sein, wie zum Beispiel Mama und Papa haben sich jetzt scheiden lassen nach 50 Jahren Ehe, ne? Und da freut der Richter mich. Jung, wo willst du denn bleiben? Bei der Mama? Naja, ich gesagt, zum Beispiel jetzt, ne? Hat sie gesagt, nee, die schlägt mich. Beim Papa, nee, die schlägt mich auch. Ja, Jung, wo willst du dann hin? Ja, um der FC Köln, der schlägt keiner. Ja, nee, das ist super. Nee, nee, ja. Ich meine, ich weiß, das ist schwer. Du musst die sowas von auswendig können, dass der nachts der Papa dich antippt und sagt, der dritte Witz von oben. Ne? Das ist ganz kleiner. Der Witz, der mit am Ende kommt, der Flinte, dem Hausmeister, den kann ich, ja, auch, den kann ich auch umbeändern. Den kann ich auch. Ich den Hausmeister kann ich dann ja, die Straßefeier ja, nehmen. Nee, du kannst ja von uns den Hausmeister nehmen. Erzähl dir nochmal. So, ich mache mich jetzt vom Acker. Aber bevor ich das tun, muss ich Ihnen noch unbedingt erzählen, was mir gestern passiert ist. Ja. Ob dem wäre ich in die Pause, habe ich mich mit meinem Freund Tobi gezängt. Ob man Gewehr mit oder ohne Haar schrieb. Wusste er nicht. Da habe ich unsere Hausmeister hier vor. Ich sag Herr Katschmarek. Hausmeister! Ja, richtig, habe ich mir auch mal drunter gesagt. Das hast du mich einmal gesagt. Mach vor. Ja, gut. Da habe ich unsere Hausmeister hier vor. Ja, Hausmeister hier vor. Ob man Gewehr mit oder ohne Haar schrieb, wusste er auch nicht. Aber der sagt für mich, schreibt doch Flinte. Dann schreibt man mit V wie Pfingste. Ah, das ist gut. Das ist gut, ne? Ja. Ja, weißt du so. Das ist süß. Ich finde aber auch den Deutschen. Das sind so schöne Witze, so. Radio Köln, Kölsch, Uniot und Kopf hoch allen, die jetzt in so einem kleinen Nachkarnevalsloch sind. Die neue Session kommt bestimmt. Ich bin Lukas Wachten und für mich ist 365 Tage im Jahr Karneval. Und auch bei Kölsch Uniot gibt's ja das ganze Jahr über kölsche Musik. Als kleine Junge an ich mich ins Verlaufe. Ich glaub, ich wollte mir nur ein Rahmkamelche kaufen. Ich von mein Straß nicht nie und dat war schwer. Ne Schutzmann fragte mich, wo küsst du her? Ich hatte Angst, ernämlich, beim Schnawitsche. Im Geiste sah ich mich der rechte Mann im Kitschel. Doch ich merkte, er meintet gut mit mir. Ich seh' ihm dann treuherzlich auf mein Ehr. Also auf beiden Seiten haben wir jetzt Hafthäuser und Freistundenhöfe. Weil die Gefangenen müssen ja auch mal auf das Sträßchen. Eine Stunde am Tag dürfen sie raus. Jetzt im Sommer ist das eine schöne Sache. Ich habe mal mit einem Gefangenen auf dem Innenhof gestanden und da fuhr der Gefangenentransport-Omnibus, GTO heißt das Ding, der fuhr von Düsseldorf ein. Und dann stand neben mir der Gefangene, ein Strafgefangener war das, ich weiß jetzt ja nicht mehr. Und wie der Bus einfiel, sagte er, zwei alt, ein Helau, ab in der Bau. Und das ist meine Eröffnung. Ich habe neben dem Gefangenen auf der Erde gelegen vor Lachen. Hier haben wir noch eine schöne, aber der ist auch brav. Alles klar? Ja, das macht ihr, meine Team. Wenn ich das wüsste. Die sie hier im Knast bedrohen, die sagen, wenn ich dich draußen kriege, dann bist du dran. Und wenn sie den dann draußen sehen, in der Altstadt von Köln oder so, ach, knubbelig, wie ist es? Alles klar, das war ja... Das ist dann immer so eine Sache. Also ich treffe fast
andauernd. Nach 18 Jahren Dienst trifft man immer welche draußen. Ne? So, Eddie, Knubbelisch macht Feierabend. Marit Jod, schwenkt der Hut. Stell doch die Tür nicht auf. Okay, willst du da sitzen, wo du immer gesessen hast? Dann tu nicht die da vorne. Oder willst du hier am Tisch sitzen? Da geht ne? Dann bring du das Mucki an den Tisch. Willst du hier am Tisch? Ja. Kannst gucken. Das ist ja schön, dass die da ist. Ne? Also Mucki ist einer der letzten Edelweißpiraten, die es noch gibt. Eigentlich die letzte Lebende. Viel gelitten unter Hitler und wurde auch eben eingesperrt für das, was sie gesungen hat. Was willst du trinken, Mucki? Käffchen. Was? Käffchen? Ich nehme Käffchen. Also Käffchen, aber nur ausnahmsweise. Es gibt einige Leute, die nehmen das total ernst, alles. Und einige machen dazu, das ist so ein bisschen so Sozialromantik, ne? Ja. Kommunistenstadel sagt ja schon was. Das Becken ist jetzt komplett verstopft. Da kommen natürlich auch Leute, die in der DDR im Kindergarten waren. Und da die Lieder singen mussten. Und dann Nostalgie. Der Kommunist. Der hätte der höchsten Kuss. Einer fängt so Stunden an, dass jeder mit muss. Nur keine Hektik, viel mehr Dialektik. Tänze, Remus, Regen, Ost. Und jetzt geht der Ost. In der ersten Woche vom Studium haben wir uns kennengelernt und dann haben wir also heimlich drei Jahre zusammen gewohnt und irgendwann kam der Karl nach Hause und meinte, wir müssen jetzt heiraten. Das hat Mao Zedong angeordnet. Genau. Da gab es so eine neue politische Welle, dass man sich halt mit dem Proletariat verbünden sollte. Waren ja stramme. Und das Proletariat war natürlich nicht in wilder Ehe. Und dann haben wir das auch so gemacht. Ne? Also aber alle Studenten waren ja damals in irgendwelchen linken Gruppierungen. Ne? Und wir waren halt bei den MLern. Dann. Wir waren so ganz stramm. Wir waren so richtig stramm. Ja, und die Eltern haben sich super gefreut und haben uns eine schöne katholische Hochzeit ausgerichtet. Ich wurde dann in ein weißes Brautkleid gesteckt. Der Karl hat sich totgelacht. Ja, und der Karl in einen schönen schwarzen Kochsamtanzug. Ja. Ja, und so war es dann. Ja, dank Mao Zedong. Fastelovend zusammen. Glück. Denk ins No und sind ins Ehrlich. Mob Pens von Hück sind unentbehrlich. Sind locker, cool und kennig. Bist du schnell, Tobias, wie immer. Ganz locker. Fastelovend zusammen. Glück. Denk ins No und sind ins Ehrlich. Beim Sinn. Ich bin schon so langsam, wie ich kann, Papa. Nochmal. Ja, dann hör auf reinzureden. Fastelovend zusammen. Glück. Denk ins No und sind ins Ehrlich. Mopens von Hück sind unentbehrlich. Sind locker, cool und keine Knall. Mo sind, so seht man, ne Pisa-Fall. Dat Lied, dat darf man nicht vergessen. Da kannst du et all in der Zeitung lesen. Mir tun da beide Uhren wie, nur an der scheiß Pisa-Studie. Ta 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 ta. Mach noch mal ab dem müde. Oh. Mein Nachbar schläft schon fest. Ich glaube, es ist das Beste, ich schlafe auch. Wo bleibt denn da die Erziehung? Überhaupt Erziehung? Das ist doch sowieso nur die organisierte Form der Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend. Her mit der Chancengleichheit, her mit das Recht auf Paulein. Dummheit für alle. Nicht lachen. Nicht lachen, Christi, das kann der nicht. Nee, war ja zuerst am Lachen. Man kann das einem Nicht-Kölner gar nicht erklären, was wir machen. Vor allen Dingen aber auch manchen Kölner nicht erklären. Weil wenn wir, was wir machen, wenn wir nicht wären, dann wäre der Karneval gar nicht. Man muss, wie gesagt, man muss positiv bekloppt sein, sonst geht das nicht.
Aber wie gesagt, mir ist das in die Wiege gelegt worden. Ihr auch. Ja, ich komme, wie gesagt, ich komme aus einer urkölschen Familie und ich könnte mir nicht vorstellen. Ich glaube, das Schlimmste für mich wäre, Karneval krank zu sein. Wir werden jetzt, wir werden ein großes Aha-Erlebnis haben. Wir lassen jetzt die Musik laufen und wir verschlechtern direkt die Stimme, wenn wir versuchen, es mal zu rekonstruieren, zu repetieren. Okay, machen wir das. Direkt von Anfang an. Mit Bewegung. Mit Bewegung. Mit Bewegung. Ja, gut. Mit Bewegung. Ah, ja, gut. Okay. Ja, mit So. Also, Ouvertüre. Achtung. Konzentration. Und eins, zwei, drei, vier. Und dann kommt sie, die prima Ballerina. Und dann kommt sie auch. Ach. Und dann dreht sie sich. Und dann, ich sag immer, kuschel, kuschel, kuschel. Und dann macht sie auch, wie der Schwan macht. Und dann gehen sie weiter und trippeln weiter. Und dann dreht sie sich. Und hinten stehen die Männer in der Diagonale. Und dann springt sie auf. Ist auch in der Musik drin. Wüste Musik. Und dann kommt nachher eine ganz schlimme Sache. Jetzt werfen die die hoch. Aber die kommen doch nicht hoch. Und dann werfen sie sie noch mal hoch. Jam, pam, pam. Und noch mal. Und hinlegen auf den Boden. Und zur Seite, ganz schnell. Und dann, oh. Und dann hin. Und zack. Und Pose. Das ist ja jetzt die Zick, wo man sich als Büttenredner immer mit seiner neuen Rede vorstellen muss. Also man geht da zu verschiedenen Gesellschaften hin und man steht, das ist alles 40 Adresse, da ist, nee. Wir haben jetzt die Jahreszeit, wo die Redner, wo alle Redner quasi eine neue Rede schreiben. Und das ist nicht einfach, ihr Lieben, das ist nicht einfach. Also du stellst dich überall vor und gehst da durch verschiedene Gremien durch. Jetzt neulich kommt doch so eine hochdeutsche, so Lackdüsse, kommt für mich an und sagt, Herr Knubbelich, warum parlieren Sie denn immer in der Hochdeutsche? Ach, so ein Quatsch. Herr Knubbelich, warum parlieren Sie denn immer in dem kölschen Dialekt? Können Sie nicht Hochdeutsch sprechen? Also ich finde das herrlich. Ich finde das herrlich. Ich stelle mich dann immer für die und sage, Lev Biberfoot. Erstens ist Kölsch kein Dialekt, sondern ein Sprach. Und zweitens ist das die Seele und der Inhalt unserer kölschen Lebensart. Denn schließlich ist die Sprach die Tradition. Und die Tradition. Abseits, Handspiel, Strafstoß, Foul, falscher Einwurf, Ecke. Die stehen im Sechser. Ich weiß bis heute noch nicht, was das ist. Der Papa weiß das doch bestimmt. Nee, Sechser gibt's doch gar nicht. 16er. Ist ja. So, gut, lassen wir das.
Lass mal bei Ecke. Ob immer. Ich nehme den Chrissy. Araf, Moment. Komma. Joff im Knallzieher. Im Fußball verstehst du alles. Aber Pippi sagt das Ganze nicht. Ja, alles. Komma. Pass auf. Ich dachte, was ist das denn? Ich nehme der Chrissy von der Schulter auf, ja, wie man knallt, sie haben Sache. Vom Fuß, da verstehst du alles, ne? Letztens war ich mit meinem Brüderchen, der Chrissy, im Fußballstadion, beim FC. Ich nahm der Chrissy auf meine Schulter, damit er besser sehen konnte. Er rief, Strafstoß, Foul, falscher Einwurf und Ecke. Ich dachte, was der Klein alles vom Fußball versteht. Ja. Vom Fußball verstehst du alles. Nur Pippi sagt, das kannst du nicht. Ja, pass auf, jetzt genau umgedreht, ne? Na, vom Fußball verstehst du alles. Nur Pippi sagt, das kannst du nicht. Nur Pippi sagt, das kannst du nicht, ne? Weißt du nicht so, vom Fußball verstehst du alles. Nur Pippi sagt, das kannst du nicht. Wie ist das denn? Hast du sehr viel Lampenfieber? Ich hatte immer ganz viel Lampenfieber. Ich muss nur vom Auto was essen. Ja. Also wir haben immer die Knie gezittert, wenn ich verstand. Ne? Das nicht. Ne? Radio Köln, Kölsch und Jod. Und noch einmal schlafen, dann wissen wir, welches Dreigestirn uns in die Session führen wird. Das Festkomitee stellt am Montag Prinz, Bauer und Jungfrau vor. Und offenbar war es keine leichte Entscheidung. Also noch einmal schlafen und dann wissen wir, wer das Glück hat, Prinz, Bauer und Jungfrau zu sein. Guten Tag, ich bin die Biggi. Hallo. Und bist du der Prinz, Jungfrau oder... Nee, ich bin der Dicke. Der Bauer. Sieht zwar nicht so aus, aber nein, tun wir schön. Noch was dran. Ja, gut. Beim Einmarsch kommt zuerst Jungfrau, Bauer, Prinz. Ja. Und auf der Bühne sagt dann der Oberbürgermeister, vielmehr Markus Ritterbach oder der jeweilige Präsident, in der Mitte der Prinz, dann der Bauer und dann zum Schluss die Jungfrau. Wechselschritt. Wow. Ach, ich hab euch noch gar nicht meinen Hinterteil gezeigt. Guckt mal. Wow. Und dann zwei Drehungen. Hopp und hopp. Und guck mal. Und Publikum. Immer zum Publikum. So, und jetzt der Bauer. Mach mal so. Das haben wir schon ausprobiert, das schafft er nicht. Christian, du bist ja drauf. Aber ich hab 90 Kilo. Oder? Das schaffst du nicht. Ja, mit guck mal, mir. So ist das. Das schafft er mit mir nicht. Komm her, das hatten wir schon mal im Garten ausprobiert, aber du bist draufgesprungen. Im Garten ausprobiert. Toll. So, wenn jetzt die Hose kracht, dann. Ja, besser die Hose als linkes Bein. Die Schulter. Okay. Genau. Und jetzt, ab, zack. Oh, ja. Oh, ich, ja, und auch. Ich und ich. Auch. Und atmen. Ja. Mein geliebtes Atmen. Griechenland.
Einmal für dich. Mit Laterne, schön. Das läuft. Jetzt gucken wir mal nach einem kleineren. Mensch, das harmoniert ja wundervoll. Wo können wir die anprobieren? Da vorne. Dann hier um die Ecke wieder rum. Alright, super. Doch da ist er. Ich weiß nicht, ob ich rauskommen will, Micha. Nimmst du mich mit? Das wertet das ganze Kostüm auf. Lass den Bart so richtig so schön. Siehst du, das gleich erwachsen. Ja. Looks good. Probier das mal. Dann kannst du doch alles draus machen. Das ist ja mehr so eine arabische. So eine arabische Fassung. Also ich habe mein Kostüm gefunden. Das stimmt wirklich. Also als Gruppe finde ich das sehr schön. Ihr passt doch farblich super zusammen. Ja. Und Füße! Und eins. Drückst du dagegen? Zwei. Und guck mal, ganz toll. Und vier, bleiben. Und eins, Knie nach außen und nicht vorfallen und kein Popo raus. Drei, Bauch rein. Und vier. Und eins, Fersen runter, nicht zu schnell. Und wachsen. Und immer daran denken, es läuft Wasser runter. Und sobald ein Knick ist, läuft das Wasser nicht mehr. Ja? Achtung, noch mal eins, zwei, ja, ist schon besser. Und atmen und ja, warum nicht direkt so? So, jetzt gehen wir nach vorne. Gut, dann macht jetzt mal bitte die Anfangshebung, bitte sehr. Achtung und hopp. Zack, boin. Ja, nee, pass mal auf. Kannst du mich mal, gibst mir mal bitte die Hand in die Sitzpose. Ja? Ja. Und zack. Ihr seid also in der Sitzpose. So. Und jetzt kommt ihr runter. Lässt ihr mich mal runter? Guckt mal. Und ihr müsst. Nee, lass mich ganz runter. So. Und ihr müsst dieses Bein oben lassen. Und mit dem Körper dahin. Und dann mit dem Bein. Mit dem Bein runter. Und jetzt die Mädchen in Spagat und den äußeren Arm hoch. Und jetzt werfen wir das Fähnchen hin und zurück und hin und zurück und... Eure einzige Waffe in der Offense-Line ist wirklich nur eure Hände. Ihr dürft nur den Gegenspieler immer weghauen, weghauen, weghauen. One, two, three, score! One, two, three, no score! Macht euch nicht gegenseitig an, wenn mal ein Fehler passiert. Steht nicht irgendwo rum oder quatscht mit irgendwem. Ich muss euch direkt neben mir haben, damit ich euch einwechseln kann. Sonst verliere ich die Übersicht. Alles klar? Kriegen ja unwahrscheinlich viele Strafen gegen sich. Das ist unnormal, echt unnormal. Tobi ist sehr emotional bei sowas. Das ist aber wie bei jedem, ne? Wenn ich jetzt viel arbeite für irgendwas und das klappt nicht, dann geht das in die Buchse. Und dann, Tobi ist sowieso, wie gesagt, Tobi ist sehr, sagen wir, darf ich jetzt gar nicht sagen, ne, sag ich auch nicht. Ist manchmal ein bisschen zu weich. Ist er, ja. Er will, macht hart, aber innen drin ist er zu weich. Da ist er. Scheiße. Touchdown. Jetzt können sie nicht mehr gewinnen. Ich bin ne kalte Jung,
was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und unjen lache. Ich bin noch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingsmädchen ist Köln allein. Radio Köln, Kölsch und Jod am 9. September. Ich bin Lukas Wachten und kurz vor Sessionsbeginn, das wissen Sie, starten ja in Köln die Vorstellabende. Jetzt geht es wirklich richtig wieder los und das ist richtig Jod. Ich hatte heute Auftritte, zwei Stück. Einmal, also eben noch vor einer Stunde oder so im Altersheim. Oder überhaupt in einem Heim, war ich jetzt nicht so doll. Und einmal heute Morgen in Hürth, 35 Jahre Hürth. Ich singe halt sehr gern. Also wenn ich frei habe und keinen Auftritt habe, mir langweilig ist, was mir jeden Tag fasselt. Kölner Höhner Blackfuss. Super, da sind wir ja richtig. Warte doch. Wie viele Leute da sind. Da hatte ich aber schon viel mehr. Ist gar nicht so viel. Hallo. Ah, das ist schön, dass du da bist. Pünktlich. Und alles klar? Ja. Ja, gut bei Stimme? Ja. Gut und auch nicht aufgeregt. Brauchst auch nicht zu sein. Hey, Stephan, konzentrier ein bisschen. Feed bist du auch? Hey, und denk doch, Mikrofon, nicht so, zuhalten. Und sing, was du drauf hast, was schon ein Zeichen, was Kölsch ist. Jo, der Kleine heißt Stephan Dahn, jetzt wird es ganz leise. Jetzt hören Sie uns, wie schön der Kölsch singen kann. Tag zusammen, ich bin der Stephan und habe ein paar Liedchen für dich. Ne Kölschen expliziert, das ist ein Spruch zu ihr. Das Schönste, was du dient, Mutter zurücktritt. Die Mut, die weht, die schwach, das ist ein wahrer Staat. Die Dinge sind so schön, wie Kölschen. An Nacht, du rinnst wie Doppelpapier, du Schäden blüht, du kommst wie wir, du klüpfst im Pur, du nimmst Gras, du anstoffst mich, Tänze da, Fuß auf Brühe, du lachst, du bleibst ein Träger, jetzt in den. Ich wünsch, dass du ne Kräfte kriegst, du bist ein purer Pies. Und auf dem Gras leer, der Blühstrauch leer, jetzt die schwarze Saat, dem uns die schon gepasst, zum Trümmern den Spaß. Was denkst du, fiese Zunge, Jörg Schmitz, Jung? Du bist Rieck von der Stückart, du hast mit mir der Art gemacht, was du nur jetzt, du hast kaputt, du kriegst schon wieder Mühe, du schwäle, wie mit Rekadett, du
merken Sie sich den Namen von dem Trend, Stephan Dahn. Hallo liebe Tanzgruppe, ich freue mich, dass ich heute mit euch fahren darf und vor allen Dingen möchte ich den ganz Neuen, die neu hinzugekommen sind, ein großes Dankeschön sagen. Wir sind ja jetzt bei dem Club Kölner Karneval auf einen der Vorvorstellabende, wo es sich entscheidet, ob wir so gut sind, dass wir in Köln uns zeigen dürfen. Wunderbar, alles schön. Ich freue mich, dass ich heute mit dabei sein darf. Es ist für mich auch wirklich was Besonderes, mal so viele gut gelaunte Gesichter gucken zu dürfen. Macht einfach alles so wie immer. Ist noch irgendjemand nervös hier? Ja. Ja. Tut lächeln, ich war richtig, die anderen waren alle falsch. Jedenfalls, wir sind in Gedanken bei euch auf der Bühne. Empfangen Sie die Tanzgruppe, die Schneebuschow. Lächeln! Wir sind die Besten! Hier sind die Anfänge und da muss man also sagen, da ist aber auch alles falsch. Die Füße falsch, die Arme, also gar nichts stimmt. Die Schuhe, die Spitzenschuhe, urig alt, überhaupt kein Spann, gar noch nichts trainiert. Dann müsste das Bein davor stehen. Es dürfte also nie das hintere Bein davor sein. Dann der Knickarm, furchtbar. Dann diese Hände, kitschig, muss man wegmachen. Also da war ich 14. Ja, und da war ich 18. Da stimmt es mit den Armen. Große, schöne Linie, halsfrei, alles klar. Und hier sind Bilder mit meinem Partner, den Peter Schnitzler, der auch lange Jahre mein Ballettmeister war. Wir haben Tanz, wir haben alle klassische Hebungen in den Kölner Karneval hineingebracht. Hier das Bild, eben die Schlusspose vom Grand Pas de Deux aus Schwansee. Da würde ich sagen, da stimmt alles. Da ist Grazie, das ist also Harmonie. Oh, ich bin ja so glücklich, dass ich da mal sowas sagen darf. Das ist aber wirklich. Ja, ja, weil es ist so, als Frau hat man es im Karneval wahnsinnig schwer. Und wie ich meine Karriere beendet habe, habe ich gedacht, oh, wunderbar, jetzt kannst du da weitermachen, was dir an sich Spaß gemacht hat, zu tanzen, tanzen, tanzen. Und dann habe ich gedacht, oh, dann machst du jetzt in Köln eine Tanzgruppe, übernimmst du Pustekuchen. Also eine Frau im Kölner Karneval damals nicht. Das Sing-Uniform ist aber beim Schnieder, ne? Mhm. Was fangen wir an? Der Helm. So, jetzt, Tobias, setz dich. Einmal. Nur ist Minge. Ja, also die Helme, wie gesagt, das unterscheidet bei den Altstädtern den Offizier und den Soldaten. Dann lohnt sich das auch bei ihm. Soll das gar nicht glauben, aber das bisschen Metall mit den bisschen Haaren, mit dem bisschen Stoff
Kostet ca. 750 Euro. Was wir jetzt hier machen, ist, wir versuchen, die jetzt sauber zu kriegen. Weil, wenn ich mit dem Helm jetzt zum nächsten Auftritt gehen würde, 50 Liter Bier. Würde das 50 Liter Bier kosten. Der darf also, da darf man nicht mal hier so, und auf einmal brüllt der Spieß, Uniformkontrolle. Und dann stehst du da wie beim dann kommen die Präsidenten meistens. Wie beim Militär stehst du dann da und dann geht dann der Herr Präsident, geht dann durch die Reihen und sagt, Knopf nicht geputzt, Helm nicht geputzt. Und dann jedes Mal wird dann eine Strafe, aber das wird dann immer in Liter zahlen. Das ist also kein Geld, was man bezahlen muss, sondern das geht von 10 Liter, sag ich mal, vom einfachen Soldaten bis kann 100 Liter zu einem Offizier kosten. So, das ist jetzt eine spezielle Politur für die Helme. Boah, das ist ja viel Kratzer. Ja, so, mach das nochmal anständig hier vorne. Ja, das kannst du jetzt machen. Nein, hier vorne ist er nicht anständig. Nein, das machst du gerade. Mach das bitte anständig. Ja, dann mach das bitte anständig. Machst du das gerade? So. Scheiß Dreckfinger. Jetzt kannst du noch mal was drauf tun. Ne? So, jetzt habe ich den eingepflegt. Ja, das ist schon. Ne? Sieht die Poliererei los. Und immer schön. Immer vegan. Da wird fast auch Glanz darin. Oh mein Gott, ey. Wir haben uns ja. Also unsere. Meine Frau, seine Mutter hat sich von uns getrennt erstmal. Also wir leben in zwei verschiedenen Haushalten und das geht ja an so einem Jungen auch nicht spurlos vorbei. Ich versuche das Möglichste. Die Situation, wie gesagt, ist nicht einfach. Ich will auch nicht zu groß darüber erzählen. Wir machen eine Männer-WG. Ja. Bist du fertig? Dazu sagen. Margot, ich würde aber anfangen. So, das ist heute unser zweites Abschiedskonzert. Und das ist für uns traurig. Es wird nicht so einfach, dieses Lokal zu verlassen. Nach so vielen Jahren. Und jetzt aber, ja, eine schöne Ort. Briefe. Oh ja. Ja, danach ordentlich zu schlafen, ist mich unschuldig zu strafen, und die ganze Nacht geh auch zu wird bekloppt in meinem Kopf. Möcht mit hängen Dinger halen, möcht das Bett doch für dich fahle, möcht mit Nasen Dinger riefen, möcht. Soll's einfach blieben. Danke schön. Vielen Dank. Bis zum Morgen. Ja, schön. Vom Hetze würde ich weitermachen, aber wenn ich nicht diesen älteren Körper mit mir rumschleifen würde. Aber ich kann ja nicht in meinen Geist an die Theke stellen. Geht nicht. So ist es. Das ist schwer. Aber es fällt mir ungeheuer schwer. Es fällt mir ungeheuer schwer. Ist ein schöner Kneipp. Wunderbare Menschen hier. Kann ich jetzt auch nicht mehr lange drüber reden, fange ich wieder an zu kriechen. Und dann habe ich nur noch den Karlsruhe. Ich weiß ja nicht, wie das wird, wenn ich zu Hause immer nur mit dem Karl bin. Ich kenne das ja nicht. Ich bin immer mit so vielen Leuten zusammen. Dann habe ich nur noch meinen Mann. Ich meine, das ist das Problem von allen Frauen. Ich weiß nicht, wie das wird. Oh, gut, dass der jetzt nicht dabei ist. Pass gut auf. Ja, für dich. Wir wünschen euch ne Engel für den Helmweg. Wir wünschen euch ne Engel für den Nacht. Wir wünschen euch ne Engel für den Helmweg. Wir wünschen euch ne Engel für zur Besseren.
Kölsch und Jod, ich bin Lukas Wachten. Tag Kölle. Und was macht man Ende Oktober? Ganz klar, Karnevalskostüme zusammenschneidern. Und ich hoffe, Sie sitzen auch gerade im Wohnzimmer. Machen das, wir stimmen uns ein auf die Session. Es wird spannend. Ich darf euch begrüßen, liebe Freunde von der JVA Stadelheim. Allerdings, der Kölner Gruß ist ein bisschen anders. Wir sagen hier Alaf. Alaf bedeutet eigentlich mittelhochdeutsch alles hinunter. Alaf. Deswegen möchte ich euch begrüßen mit Träumer von Hetze. Kölle! Alaf! Kölle! Alaf! Stadelheim! Alaf! Prost zusammen und noch einen schönen Tag! Ihr fragt euch sicher, wieso sind wir eigentlich so bescheuert auf den Karneval? Ehrlich gesagt, wir wissen es genau auch nicht. Karnevale heißt ja eigentlich kein Fleisch. Denn nach Aschermittwoch dürfen wir 6 Wochen lang kein Fleisch essen und sollen dann fasten. Kurz vorher wurde dann eben gefeiert. Das wurde allerdings im Mittelalter so exzessiv gemacht, dass die ganze Stadt voll trunken war, nur Schlägereien gab, Vergewaltigungen und so und alles. Die Franzosen haben zuerst den Karneval verboten. Aber die Kölsche haben gesagt, nee, wir lassen uns das Feiern nicht verbieten. Als die französische Armee hier anrückte und die Funken standen auf den Zinnen. Tag, Kamerad! Schön Helmche, Esther Arne! Komm uns tauschen! Natürlich hat die französische Armee sofort das Feuer eröffnet, als sie die Funken sahen, mit Artillerie und Musketen. Da haben die Funken nur gesagt, wie können dann schießen, seht ihr nicht, dass hier Menschen stehen. Und damit war die Schlacht von Köln beendet. Wir haben heute unser Casting vor und ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Wir wollen eure Reden kurz besprechen, das heißt, wir sagen, was gut war, wir sagen, was auch nicht so gut war. Wir werden aber noch nicht direkt sagen, wer es dann schafft, in den Auswahlabend am 21. hier im Museum zu kommen. Spannender Moment und die Eins fängt dann an. So, liebe Gäste, wir eröffnen unser Castingprogramm am heutigen Morgen mit einem jungen Mann, der sich vorgenommen hat, ein paar echt kölsche Lieder zu bringen. Bitte empfangen Sie mit einem Riesenapplaus Christian Durven, ne kölsche Jung. Ich war ein stolzer Römer. Komme Cäsars Legion. Ich bin ein Franzos, komme in Napoleon. Ich hab ein Schild untergehängt, man kann aber auch Mäntel dranhängen. Ich weiß sowieso nicht, wie der in der Schule klarkommt. Vor 2 Wochen, da hat er eine Entschuldigung gefälscht. Und das ist natürlich aufgefallen. Ich frag mich heute noch, wieso. Fastelovend zusammen.
Jedet ich Aljot? Ja, das ist die Hauptsache. Ich bin ein Jübsche, bin 16 Jahre alt und bin ein Scheidungskind. Das letzte Mal, dass ich zum Scheidungstermin meiner Ältere, hätte mich der Richter gefragt. Sagen's Jübsche, wo willst du denn bleiben? Bei der Mama? Ich sage, ne, die schlägt mich immer. Beim Papa? Ich sage, ne, der schlägt mich auch immer. Ja, wo willst du denn bleiben? Ich sage, beim ätzten FC Kölle, den schlägt keiner. Am nächsten Tag hatte ich Training. Als ich dann vom Training gekommen bin, beim Training habe ich mich mit meinem Freund gezänkt, ob man Gewehr mit oder ohne Haar schrieb. Wusste er nicht. Da habe ich unsere Trainer gefragt. Ich sag ja, Katschmein, schrieb man Gewehr mit oder ohne Haar? Wusste er auch nicht. Aber der sagt für mich, schreibt doch Flinte, dann schreibt man mit V wie Pfingste. Ja, mit meiner Rede bin ich am Schluss. Ich hoffe, ich mache dich viel Freude und nie Verdruss. Er war lade von mir, einem echten Kölschefest, noch ein Sach sage. Liert ihr Benz Kölsch zu schwaden. Denn wenn mir Benz da dit mit un, weht uns Kölsch Mutterspruch, bald unger Jörn Kölle, alaf. Ja, Tobias, schönen Dank. Es waren aus meiner Sicht sowohl schwache Witze dabei, als auch wirklich gute. Das hast du auch an der Reaktion hier gemerkt. Dann waren auch Gags dabei, da hatte ich so das Gefühl, da hast du zu sehr am vorgedruckten Text gehangen. Das liegt jetzt dran, den Vorwurf musst du dir jetzt gefallen lassen, dass wir die Rede vorher nie gehört haben, dann wäre das nicht heute schlimm. Nicht so passiert. Ne? Das gilt auch für deine Hände. Du hast oft so eine Situation, wo du runterguckst und viel mit den Händen arbeitest. Ne? Und dann verlierst du den Kontakt und dann wirkst du auch unsicher, so als ob du einen Text am Suchen bist oder nicht weißt, wie es weitergeht. Ich meine, das passiert dir ja eh oft genug. Ne? Ja. Problem ist schon, dass du im Grunde nicht genügend dafür geübt hast. Tobias wird in dieser Session zumindest offiziös nicht mehr auftauchen. Ne? Denn es geht ja nicht mehr darum, auf einer Schulsitzung schnell mal irgendwas von sich zu geben, unter Lehreranweisung und mit Unterstützung der ganzen Schule, sondern er will ja in eine Welt rein, wo man sich ganz munter sind alleine behaupten muss, und die bestimmt nicht immer freundlich zu den Menschen ist, die auf dem Weg sind, sondern die gnadenlos sein kann. Heute verkaufen wir überwiegend die günstigeren Kostüme für draußen. Mönche, Sträflinge, Nonnen. Alles, was nicht so viel Geld kostet und was jetzt nicht so schlimm ist, wenn es kaputt geht. Und es geht eben ziemlich viel kaputt am Altermarkt. Hier ist nur Kleinkrieg heute. Hier hängt auch nichts mehr nach Größen, das geht auch nicht mehr. Wir müssen ab nächste Woche wieder anfangen, den ganzen Laden neu aufzuräumen. Bitte. Was ist das? Weiß Mann. Der Preis dran. Dafür haben wir Kabinen. Zieht ja bitte die Schuhe aus, wenn ihr probiert. Ach Gott, mein Telefon hing in Dirndl. Ach du lieber Gott. Ja, ich gucke. Radio Köln, Kölsch und Jod am Sessionsauftakt. Es ist der 11.11. und heute sind so viele Jäcke unterwegs wie schon lange nicht mehr. Mach für ran und trek dich flög an, denn jetzt wird die Stinkbahn. Schlecht, ihr wisst, so in dir rumstehst. Nicht so, dass du früher aus dem Fuß rauskusst. Nicht aus dem Fuß.
so und tschüss. Hallo, bitte, haben Sie eine Drehgenehmigung? Ja, der kann es oben rum aus, ich gucke nicht. So, jetzt kann er gucken. Okay. Ich denke nicht. Ach, Asterix, wo sind deine Ratschen geblieben? Bum, 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 der kleine rote Ding. Bum, bum, bum. Männer, ihr wisst, was auf euch jetzt zukommt. Gleich geht der Spaß richtig los. Und genau immer. Bau, wa, da, 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 tief. Pum, hopp, komm. Ja. Der ist doch schief. Schief ist. Der ist nicht schief, der machen wir hier so ab. Aber Metz. Du hältst ihn immer nach da, das geht doch nicht. Du musst ihn auch erst nach Nein, da halten. Nein, ich bin ja immer Messer. Du drückst ihn die ganze Zeit. Ja, der kann ich nämlich immer noch anders stellen. Warte. Liga. Guck, Papa, ich kann besser als du Bäume aussuchen. So, Stollen lass es. Den schiebe ich dir hängen, lass dir den Stollen. Wunderbar. Und Stefan, wer ist der? Unser Bäumchen und dann ein Baum. Unser Bäumchen, das war ne Traum. Unser Bäumchen, vergesse ich nie. Ne so ne schöne Baum wie der kriegt man niemals nie. Unser Bäumchen, o Tannenbaum. Unser Bäumchen. Der schlägt die einfach am Boden. Ja, das sind LED-Lampen, die auch nicht kaputt. Nee. Also der Baum ist echt scheiße, der tut mir weh. Der tut mir auch weh, ich muss den tragen, oder so fliegt ein bisschen. Du musst ja Motze dabei sein, wie der Tobias der rüber hier tragen hat. Oh, das war meine Kerze. Wieso leuchtet die noch? Die leuchtet noch, ja, aber die duzt am besten ganz weit nach hinten. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn es dieses Jahr mal nicht passiert wäre. Aber jedes Jahr derselbe Scheiß. Und das ist unser karnevalistischer Beitrag zu Weihnachten. Da kommt oben in die Spitze kommt unser Krätzchen, unser Karnevalsmütz. Unser Spitz. Heiligabend wird der Baum geschmückt.
Das heißt, 4 Tage vor Heiligabend wird der Baum gekauft. Ne, meistens eine Woche vorher. Und dann wird der einen Tag vorher wird er aufgestellt. Da haben wir den meisten Spaß dran. Damit die Äste. Da war da auch wieder eine super Aktion. Ja. Eigentlich ist er vor Hässlichkeit schon wieder schön. Und er ist vor Hässlichkeit schön, genau. Hättest du das nicht machen können gerade? Aber von unserer Seite sind wir durch. Na dann. So, Jungs. Schamitz, geh ich Jordan begrüßen. Ja, Tobias, dann fahr. Hey. Ich geh Jordan besuchen. Wir sehen uns, ne? Wir telefonieren morgen. Ja, wieder. Alles klar. Okay. Tschö. Tschö. Was hältst du davon? Könnt ihr jetzt bitte aufhören? Bitte. Bitte. Ich sag jetzt noch einmal bitte und dann hab ich die Schnauze voll. Ist das okay jetzt? Ja, guckst du nur mich an. Ja. Jetzt am 29. ist er ganz groß auch reingekommen in der Narrengilde. Mädchensitzung. 1400 Weiber und mein kleiner Fuzzi. Da wird sie spannend. Jetzt hat er seine erste CD herausgebracht. Und jetzt gucken wir mal, was da so kommt. Ja. Ja, lieber J. Super Auftritt, wunderbar. Danke. Stephan! Ja, komm doch! Es geht mit Bett. Ich spende kleine Stinker. Ade, die Kinder waren mit dem Blinker. Von die Hunde, alles vor von uns. Doch du bist da, die Eltern in der Bus. Komm, bitte. Komm, schnell, komm, Papa, mach doch mal Musik an. Ist aber so langweilig. Ist mich, Stephan, da. Ich wollte Liebling. Oh,
Niederländer. Bots. Bots. Das ist zu früh. Ja, Entschuldigung. Ich bin ja nicht der Künstler. Ich muss nicht alles genau können. Bist du ja für zuständig. Kommen lassen! Ja, danke, Frau Schande. Dann los! Jede Menge, ne? Wie viel? 158 einfach. 158. Wir haben den Karneval im Sinn. Wir haben den Karneval im Blut. Von Klee bis Arme zum Gehund. Wir haben den Karneval. Den Karneval im Blut. Der so richtig zu den Vollprofis zählt. Und zwar ist er noch ein Newcomer, aber ich habe ihn auf dem Vorstellabend gesehen und ich war direkt verliebt. Also dann, alle auf! Scheiße! Ich starre, ihr wollt mich verarschen! Ja, aber schöne Geschichte! Ja, ja, ja! Ich begrüße, wenn er denn Lust hätte, aber der kann jetzt sowieso nicht mehr Nähe sagen, der Knobbelisch vom Klingelpütz! Ihr Mädchen, das ist jetzt natürlich nicht ganz einfach für mich, ne? Weil ich habe ja eigentlich das Verkehrte an. Ne? Aber die Frau Präsidentin hat es schon gesagt, der Knubbelisch vom Klingelpütz oder wie man heutzutage neudeutsch sagt, Deliktdesigner. Of the all-inclusive Anlauf from the city of Köln-Ossendorf. Na, Mädchen! Folgt mir nun auf meiner Exekution durch meinen Haftalltag, beginnend mit dem alten Ossendorfer Jonsatz: zwei alt, ein hellau, ab in der Bau. Aber eins muss ich euch sagen, Hut ab vor der tollen Stimmung und vor dem herzlichen Herz, was ihr hier habt. Das macht ihr einfach gut. Vielen Dank. Ob das Frauenhaus, dreimal von Etze, Köln. Frauenhaus. Klingelpütz. Dankeschön. Oh, ist das mein. Ist das. Oh Gott, bist du schwer. Na, oh, so. Oh, jetzt bist du drin. So, Jung, jetzt setzen wir dich ein bisschen hin. Ach Mensch, der hielt ja die Hand ab. Ich hole Nadel und Faden. Also, jeder macht das ja anders. Jeder denkt sich die Figur einfach aus. Und für mich muss das so eine Kerl sein. Weil der Nubbel ist eine Kerl.
Der nimmt ja all die Sünden vom Fastelovend auf sich und das muss eine Kerl sein. Der hätte gesoffen, der hätte zu viel gebützt, der ist fremdgegangen und der muss ja auch ein bisschen so aussehen. So hab ich mir das ausgedacht. Und so finden unsere Leute das auch schön. Mhm. Ne? Letzte Mal, Jung. Siehst du noch ein bisschen das Licht? Ein paar Tage und dann ist es vorbei. Zack. So. So. Schön, jetzt wollen wir doch uns die Lore. Ja, richtig, Gott sei Dank. Ja, schön. Und danach könntest du die Lämpchen abmontieren und die Bänke verstärken. Wir hängen alles auf. Den Böse. Die dumme Extra, die nehme ich mit einer Huss. Die Leute würden alles kaputt machen. Die sind so in ihrem Feierrausch. Die hauen ja alles von der Wand. Einmal, also man muss überlegen, einer ist 2,20 Meter und macht Alarv. Und da sind die schon an den Bildern dran. Zack, sind die unten. Nee, warte einen Moment. Und ihr. Hey, nee. Komm her, du Drecksack. Genau. Es okay. Ist was wenig Platz für dich, Junge. Nee, das geht. Aber kann man wir ja einklemmen. Dich schon da oben hin. Aber es sieht schön aus, ne? Ja, ist schön, nur mir gut. Das sieht so schön aus. So wir sieht es morgen nicht. Nacht nicht aus. Nee. Ja, Papa erzählt mir auch immer die Geschichten von mir und meiner Schwester, als wir noch klein waren. Die saftigen Wiesen, die grünen Bäume. Ja, wo willst du hin? Ich sag zu mir, jetzt auf die Kölle, bin ich nicht gehen. Sagen Sie mal, Herr Polizist, haben Sie das Pferd auch von Christkindchen bekommen? Na ja. Wir haben einen Namensredner hier. Das sind jetzt die Jüdische vom Wischmann. Komm mal rein, Junge. Guten Tag. Viel Erfolg. Dankeschön. Ich drücke den Daumen. Fastelovend zusammen. Früher waren wir mit dem Opa in der Eifel. Hätte der Opa gesagt, Kinderchen, schaut euch doch uns die schöne Natur hier an.
die grünen Wiesen, die schönen Bäume. Auf einmal knickt der Opa sich in der Grashalm auf und köter drüber rum. Seht ihr Röschen, Opa, kriegen wir jetzt ein neues Auto? Sagen's Röschen, wie küsst ihr dann auf die Idee? Ja, der Papa hat gesagt, wenn der Opa in das Gras bist, kriegen wir ein neues Auto. Hier im Saal, gibt es eigentlich FC-Fans? Ja! Weiß denn auch einer, wann der erste FC das erste Mal schriftlich erwähnt wurde? Nee. Nein? Dann passt ins Jod ob. Im Alten Testament. Sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos umher. Mit Fingerhält bin ich am Schluss. Ich hoffe, ich mag dich für Freude und nie Verdruss. Er war lorisch von mir, nem echten Kölsche Fels. Noch ein sag Sare. Liert ihr Benz Kölsch zu schwade. Ja. Denn wenn mir Benz das nicht mit dumm, weht uns Kölsch Mutterspruch, Ballungerjörn, Kölle, Allah. Heute Abend, das Höchste, was wir hier erreichen können, Maritimhotel, das alles, Choreografie von unserer Biggi. Heute Abend bringen wir das hier rüber, wir rocken da drinnen gleich ab. Vergesst nicht, bei den Bad Monks, gleichmäßig, bei den Würfen, Konzentration, lasst mir da kein Mädchen fallen. Für euch jetzt hier, die Schlebuscher. Vorbei. Piraten will befreien. Dreh mal Kölle. Ahoi.
So wie ich, du brauchst dich nicht zu schamme. Hast du große Lust, dann singe mir zusammen. Denn wenn du eines Tages für'm Himmelsbötzi stehst, dann sag dem Petrus heimlich still und leis. Köln, Allah.